Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zielonka im LS22 und wir sind unterwegs mit dem Kalkstreuer und ähnlich wie ich mir es gedacht habe, schon in der letzten Folge hatten wir ja versucht hier unsere neuen Felder nochmal zu kalken, ging das nicht, weil im Prinzip schon Kalk drauf war, also der Helfer hat einfach gesagt, er findet kein Feld. Und deswegen haben wir erstmal hier begonnen, das Feld mit unseren neuen Gerätschaften. So, jetzt muss ich ja, glaube ich, ein bisschen unterstützen. Aber wir müssen sowieso schauen, ob wir hier jetzt erstmal kalken oder warten, bis der andere fertig ist. Mit den neuen Gerätschaften sind wir hier unterwegs auf dem Feld und bringen Sorghumhirse aus. Und wir haben nämlich wunderschöne Geräte von Horsch gekauft. Einen Flachgrubber, mit dem wir aber gleichzeitig hier aussehen können. 6 Meter Arbeitsbreite und der Massey Ferguson, der kommt mit dem Gerätchen, weil das brauchte 220 PS. Aber, wie gesagt, es ist ein Flachgrubber. Wir können damit einfach nur grubbern. Oder wir können hier sogar Material ausbringen. So, jetzt machen wir das hier gleich mal wieder ordentlich. Ja, den bringen wir erstmal in Startposition, weil dann kann er sich nämlich hier leichter tun beim Wechseln bzw. bei der Wende. Aber ich würde jetzt hier noch kurz warten, weil sonst kommen wir nämlich... sonst kommen wir natürlich mit dem Kollegen hier in die Quere. So, da haben wir das Gerät. Horsch, 6 Meter Arbeitsbreite und eben wahlweise als reinen Grupper oder eben dann mit dem Anbau hier vorne. Und da können wir witzigerweise entweder Saatgut reinmachen oder eben Dünger. Ja, aber dann macht es ja keinen Sinn, automatisch zu düngen. Da muss man das fest einstellen. Aber ist eine Option, dass man dann eben anschließend... ja, den Dünger vorher einstellt, das Feld düngt und dann eben anschließend aussät. Das wäre eine Option vielleicht. Nee, wir haben ja unsere Einzelkorn-Sämaschine, die hat ja einen Düngervorbau. Okay, also hier mit dem Fendt würde ich noch kurz warten wollen, damit die sich hier nicht in die Quere kommen. Oder lasse ich mich hier mal kurz schauen, was hat er denn für eine Geschwindigkeit? Mit welcher Geschwindigkeit fährt er denn jetzt hier übers Feld? Ja, doch schon 18 km/h, ne? Was macht er hier? 15 km/h. Nee, die werden sich früher oder später dann in die Wege oder in die Quere kommen. Jo. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir hier diese 2 Felder gekauft und die habe ich dann gleich mal zusammengelegt, weil jetzt von den Ertragswerten, man kann es mal ganz kurz reinschauen. So, von den Ertragswerten sind es jetzt nicht die Burnerfelder, ne? So, zack. So, 90% und hier 97%, aber von den Kosten war das überschaubar. Und wenn wir die zusammenlegen, dann sparen wir uns auf jeden Fall die einen oder den anderen Euro hier bei der Bewirtschaftung. Okay, so, und jetzt schaue ich gerade mal. Okay. Ja, bei der Bodenbearbeitung haben wir noch nichts. Okay, so, wir sind bei der Umweltbewertung mittlerweile nur noch bei 7%. Es ist ein bisschen nach unten gegangen. Interessanterweise habe ich hier ja gepflügt, ausgesät, aber hier gehen die Werte noch nicht hoch. Naja, warten wir es ab, ob das dann erst passiert, wenn dann das erste Mal hier geerntet wurde. Okay, so, jetzt müssen wir, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ja, der soll hier seinen Job machen und der soll noch ein bisschen warten. Und wenn wir hier fertig sind mit Kalken, dann müssen wir sowieso noch unser rote Beetefeld, müssen wir dann noch düngen und anschließend auch dieses Feld natürlich düngen. So, jetzt habe ich noch was anderes vor. Das würde ich nämlich auch mal gerne antesten wollen. Mit dem Fiat werden wir das Ganze machen. Und da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Ich habe nämlich die Überlegung. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Denn wir brauchen ja, ich meine, wir haben im Moment noch genügend Gras, aber jetzt ist der Stall bald voll mit den Schäfchen und dann fressen die ordentlich. Und deswegen müssen wir uns ja Gedanken machen für die Zukunft, nicht dass plötzlich im Winter... Ja, Augenblick. So, den räumen wir mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass dann plötzlich im Winter nichts mehr da ist für die armen Tierchen.
Deswegen möchte ich mal ganz kurz austesten, ob wir ein Grasfeld brauchen oder ob wir eigentlich auf Feldern, die existieren, auf Flächen, die existieren, dass wir die mähen können. Die Rede ist nämlich hier von dieser Fläche, die zu unserer Mühle dazugehört. Und entweder, wenn wir das Ganze jetzt so mähen können, dann wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie viel bei rumkommt. Ansonsten werde ich hier ein kleines Grasfeld anlegen mit dem Pflug und dann werden wir hier ein bisschen Gras mähen können. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kein Zugang zu diesem Land. So, jetzt aber. Okay. Okay, okay, okay. Okay, das scheint zu funktionieren. Also, das heißt, hier können wir ein bisschen Gras mähen. Wäre natürlich wichtig zu wissen, was alles unser Land ist. Ja, ich denke bis zu dem Baum, ne? Ah ja, okay. Jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir uns ein bisschen in eine Sackgasse gefahren. So, allzu viel kommt dabei zwar nicht rum. Oh doch, 2900. Okay, doch, doch, doch. Ich korrigiere mich. Ich korrigiere mich. Sehr schön. Ja, dann können wir auf jeden Fall hier ein bisschen mähen. Und können dann eben unseren Viechern ein bisschen was geben. Also, dann wissen wir Bescheid. Das würde gehen. Dann müssen wir nicht kein Feld extra anlegen. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das alles nachwächst. Oh, hier ist ganz, ganz wild. Klar, logisch, wegen dem Bachlauf. So. Ja, natürlich, klar, wenn wir um die Kurven fahren, dann bleibt natürlich ein bisschen was liegen. So, den Büschen ist es auch relativ egal. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch durchkommen. Sehr schön. So, dann hauen wir mal den Tempomaten rein und fahren noch ein paar Runden. 62%. Ich denke, da kriegen wir einmal hier den Ladewagen voll. Aber wie gesagt, die Option oder die Überlegung ist jetzt wirklich, ob wir hier ein kleines Grasfeld hinmachen. So, das gehört jetzt natürlich wieder nicht zu unserem Land, das ist richtig. 73. Aber ich denke jetzt auf der Größe oder das bisschen, was wir hier eigentlich nur brauchen für unsere Tierchen, müssen wir jetzt hier nicht unbedingt pflügen. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Und wir haben ja noch mehr Grundstücke, wo wir ja im Prinzip ja Gras haben. Also insofern, denke ich, kommen wir so ganz gut hin. So, dann fahren wir mal so rum, dann bleibt nicht so viel liegen. Okay. Ah,
Also, dann ist dieses Thema auch geklärt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen über unsere Schafe oder für unsere Schafe, dass wir auf jeden Fall Futter haben. Da haben wir so eine Art wilde Wiese, die wir dann mähen können. Ja, ich glaube, da kommen wir noch ein bisschen mehr an Material ran, wenn wir in diese Kurve hier fahren. Und dann lohnt sich natürlich auch noch der Ladewagen. Okay, dann bringen wir das Ganze mal hier zu unseren Tierchen. Und wie weit ist... Ja, der wendet gerade, der Messi Ferguson wendet gerade. Jetzt war ich gerade ein bisschen auf der Alpenmap, weil wir ja dort mit Waltras unterwegs sind. Stimmt, wir müssen halt hinten mal hoch machen. Deswegen macht er auch so Krach. Wunderbar! Ja, der Fiat, den habe ich übrigens mittlerweile auch ein bisschen mit mehr PS ausgestattet. Ich glaube, wir haben da jetzt 180. So, jetzt ist natürlich wieder hier ein bisschen das Thema mit dem Trigger. Der ist ein bisschen arg eng hier an diesem Schafstall. Aber hier wird richtig Wolle produziert, das ist gut. So, sehr schön. Ja, also mehr brauchen wir da, glaube ich, auch nicht. Schauen wir mal ganz kurz hier rein bei den Tieren. Okay, Kapazität eigentlich schon erreicht. Ist schon voll. Okay, dann lassen wir doch den Ladewagen gerade mal hier so stehen. Dann hätten wir dieses Thema auch erledigt. Dann geht es den Tierchen auch gut. Und wie gesagt, dann passt das soweit. Okay, jo, dann schicken wir ihn jetzt mal hier los. Und der Messi, naja, also der kommt hier mit diesen 1600 Litern mehr als zurecht. 71%. Und das Feld ist ja jetzt schon fast fertig. Sehr gut. So, Rudele, da werden wir dann wieder ein bisschen eingreifen müssen. Damit er sich leichter tut beim Wenden, denn ich will ja nicht, dass er hier ins Wasser reinfährt. So, wir schalten mal unten das Kärtchen ein, damit wir das besser sehen. Da vorne müssen wir jetzt auch wieder aufpassen, weil da hat es natürlich auch wieder Wasser. So. Okay. Wunderbar. Dann gehen wir in die letzten Züge Feldarbeit. Und dann werden wir nächsten, denke ich, 1-2 Monate relativ schnell springen können. Und dann geht es auch schon wieder in die Ernte. Und da schauen wir mal ganz kurz in die Produktionen. Denn, jo, hier haben wir noch jede Menge Material drin. Also Karotten können wir noch herstellen in der Dose. Jede Menge. Das müsste fast auch noch mal ein Jahr reichen. Während hier bei der Suppe, okay, das heißt, da würde ich dann fast die Karotten, die wir ernten, alles hier rüberbringen zur Suppenfabrik. Und die rote Beete, die bringe ich in die Konservenfabrik. Und was ich euch jetzt noch kurz zeigen wollte, war ja das Thema mit der Mühle. Also hier können wir auf jeden Fall aus Weizen, Gerste, Hafer und Sorghumhirse können wir Mehl herstellen für die Bäckerei. Dann haben wir hier ja die Optionen mit den Ölen. Aber das Spannende finde ich eigentlich auch an dieser erweiterten Mühle hier, an diesem Mod, dass wir auch entsprechend Schweinefutter herstellen können, entweder mit Mais oder eben dann mit Sorghumhirse oder den Kartoffeln, die wir ja auch ernten. Also das heißt, wenn wir uns einen Schweinestall gönnen sollten, dann haben wir auf jeden Fall hier auch mit dieser Mühle die Option, entsprechend Futter für die Tierchen herzustellen. Schweinefutter hier unten. So, interessante Option auf jeden Fall. Jo! Sehr schön. Okay, dann geht es ja ordentlich weiter. Das heißt, wir machen das Feld hier soweit fertig mit der Sorghumhirse und mit unseren neuen Gerätschaften.
Und dann werde ich mal schauen, Augenblick, wie sieht es denn hier aus? Oh, der ist fast voll. Ist der voll? Okay, der ist voll. Das heißt, da können wir demnächst auch anfangen zu verkaufen, beziehungsweise, ja genau, zu verkaufen. Dann schauen wir mal hier an der Suppenfabrik. Auch der ist voll. Die Kartoffeln, nee, das sind auch die Karotten, Karottensuppe. Also das heißt, da können wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Geld machen. Okay, wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich sage jetzt recht herzlichen Dank für diese Folge. Ich hoffe, es war wieder mal interessant und kurzweilig. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und ihr seht es, wir machen ja schön flott weiter auf der Zielonka im Landwirtschaftssimulator. Und in der nächsten Folge, denke ich, gehen wir bereits schon wieder in die Ernte und werden dann mal richtig hier Umsatz machen. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.